Gedränge beim Einlass zur dritten Lüdenscheider Ausbildungsmesse heute früh im Kulturhaus. Überragend war das Interesse der heimischen Wirtschaft, einen der begehrten Stände zu ergattern. Bürgermeister Dieter Cevas eröffnete die Messe und bedankte sich bei den Unternehmen, dass sie sich in Lüdenscheid präsentieren, nicht zuletzt, um für sich selbst den bevorstehenden Fachkräftemangel vorzubeugen. Gerade in diesem Jahr vermelden die Unternehmen noch eine rege Nachfrage nach Ausbildungsplätzen in handwerklichen und kaufmännischen Berufen, sei es als klassische Ausbildung oder als Verbundstudium. In diesem Jahr kann die Wirtschaft sicherlich noch von dem doppelten Abiturjahrgang profitieren. Aber die demografische Entwicklung in der Zukunft erfordert ein Handeln, damit ein Nachschub an Fachkräften sichergestellt werden kann. Ja, also wir von der Firma Lumberg sind bemüht, hier qualifizierten Ausbildungsnachwuchs zu rekrutieren. Wir sehen hier eine hervorragende Möglichkeit, uns hier als Unternehmen zu präsentieren, also durch den persönlichen Kontakt, insbesondere mit unseren Auszubildenden. Wir sehen derzeit, dass wir noch genügend Auszubildende aus der Region rekrutieren können. Wir sind aber parallel dazu auch bemüht, qualifizierten Nachwuchs im eigenen Hause heranzubilden, um über die Stufe Verbundstudium oder Ausbildung Verbundstudium und gegebenenfalls ein anschließendes Studium eben auch unseren Ingenieursnachwuchs selbst rekrutieren zu können. Wir sehen aber auch, dass sich in absehbarer Zeit hier erhebliche Probleme ergeben werden. Wir von Junko Team Energie bekommen einige Bewerbungen, jedoch haben wir das Problem, dass die Anzahl der Bewerbungen um ein Vielfaches zurückgegangen ist in den letzten 5 Jahren, weil wir immer weniger Auszubildende und immer weniger Schulabgänger haben. Und ich glaube, dass das ein ganz großes Problem ist, vor dem wir in den nächsten Jahren noch viel stärker gestellt werden. Sie als Frau bei der Polizei, wie sieht bei Ihnen die Ausbildung aus? Das ist ein 3-jähriges Studium, das immer gestaffelt ist in Teile in der Fachhochschule, dann in den Polizeischulen oder den LFPs in Sellenborg zum Beispiel und dann die Praktika in den Behörden. Und denken Sie denn, dass als Frau man es schwerer hat in dem Beruf als Männer? Oder? Ich glaube, man muss zumindest durch sein Auftreten versuchen, eventuelle körperliche Nachteile dann auch zu unterbinden. Aber im Prinzip lernen wir ja das Gleiche wie die Männer in der Ausbildung auch. Und wir haben vielleicht hauptsächlich körperliche Nachteile. Sie sind als Frau bei der Berufsfeuerwehr. Das klingt ja schon mal sehr interessant. Wie sieht denn Ihre Ausbildung aus? Ja, also ich habe vorher den Beruf der Rettungsassistentin gelernt und habe mich dann bei der Feuerwehr beworben, wurde da dann genommen und mache jetzt 1,5 Jahre lang meine Ausbildung in Hagen an der Feuerwehrschule. Wann das anfängt, wie viele Leute da arbeiten insgesamt, was für einen Abschluss man haben müsste und, ja, und wie lange die Ausbildung dauert. Frau Geier, bei so vielen leckeren Sachen müssen die Auszubildenden, die zukünftigen, doch anspringen. Haben Sie eigentlich Probleme, Auszubildende zu finden oder ist es relativ einfach? Also es ist sicherlich nicht einfach, Auszubildende zu finden, aber wir haben eine relativ junge Mannschaft und dadurch kommuniziert sich das immer recht gut bei uns. Und zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch keine Ausbildungssorgen. Im Moment ist das Interesse noch nicht so rege. Wir sind von einigen Schülern angesprochen worden und wir haben gemerkt, dass die Schüler gut vorbereitet sind, dass die Schüler gut vorbereitet wurden, auch einen Fragenkatalog erstellt haben. Und wir hoffen uns, dass wir einige Bewerber für die Zukunft hier ansprechen können und dass wir das Interesse wecken können. Und wir merken auch jetzt schon, dass wir in einigen Bereichen rückläufige Bewerbungen haben und dass das für uns eine wichtige Sache ist, uns hier zu präsentieren. Du bist ja gerade sehr interessiert hier bei der Maschine. Was macht denn die? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, man drückt auf den grünen Knopf und der gibt dir einen Bleistift da. Sie haben ja eine interessante Gerätschaft, um auf sich aufmerksam zu machen. Was genau soll das hier zeigen? Ja, wir wollen hier die Schüler an unserem Stand mit einbeziehen und wir zeigen so ein bisschen den Technologiewandel, in dem sich die Leuchtenbranche gerade befindet. Das Motto: Schlag den Pollux. Gerade ist eine Leuchte an mit 6 Watt und man sieht die entsprechende Helligkeit. Jetzt muss der Schüler entsprechend mit einem analogen Leuchtmittel gegen den Pollux antreten. Und jetzt entsprechend strampelt er die Wattzahl um 75 Watt, um die gleiche Lichthelligkeit zu erreichen. Und was merken Sie? Ist schon sehr anstrengend, um die 75 Watt hinzukriegen. Ja, und geht schon ordentlich in die Knie. Wenn er jetzt auf 100 umschaltet, ist es schon ziemlich schwer. Hallo, Sie müssen sozusagen auf die neuen Bewerber zugehen und ihnen ihre Ausbildung schmackhaft machen. Was machen Sie? Ja, genau. Ich bin hier sozusagen auf der Messe vertreten mit meinem Betrieb VDM und ich bin Auszubildender als Industriemechaniker, mache zeitgleich ein Studium, das nennt sich Verbundstudium
Denken Sie, dass dieses duale Studium, also Ausbildung plus Studium, hilfreich ist, um Fachkräftemangel zu beheben? Ja, ich denke auf jeden Fall, dass das eine gute Chance ist. Man ist halt nicht nur in der Uni und studiert, sondern hat gleichzeitig den praktischen Bezug. Das heißt, man lernt nicht nur aus Büchern, man lernt nicht nur aus Vorlesungen, sondern man lernt am Material, man lernt in der Werkstatt, man lernt die Maschinen kennen, die man bauen soll später. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Schritt, den Fachkräftemangel auch entgegenzuwirken, indem man sowas anbietet. Viele Schüler haben heute den Tag und die Gelegenheit genutzt, sich über ihren Traumberuf zu informieren. Manche haben aber auch gelernt, welchen Beruf sie lieber nicht lernen wollen.